Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine Leute, hier bei Folge 3. Meine Leute, habe ich gesagt. Oh, guck mal, der Koch ist freiwillig gekommen. Ah, der Koch fängt an. Die Tiefkühltruhe braucht Strom, sehe ich gerade. Kriegt sie, kriegt sie, kriegt sie. Kriegt sie. So. So, okay, der Koch legt schon mal los. Das ist eine feine Sache. Trotz alledem würde ich ganz gerne diese Räume hier noch vergrößern. Warum kann ich hier eigentlich keinen Raum mehr reinmachen? Was könnte ich denn jetzt noch für einen Raum machen? Mal gucken. Fundamente, Räume, was gibt es denn da noch? Büro, Putzkammer, Personalraum. Was sollte ich denn hier eigentlich noch bauen? Eine Küche? Eine Übergangszelle. Komm, dann lass uns doch mal eine Übergangszelle bauen. Will er nicht. Hier hinten will er nichts bauen. Ich weiß jetzt nicht warum. Vielleicht ist da vorgeschrieben ein Abstand. Hier könnte ich vielleicht eine bauen. Nein, hier auch nicht. Gar nicht. Hier rein könnte ich die bauen. Okay. Hier rein kann ich eine Überheizgangszelle bauen. Na und? Mache ich doch glatt. Ha, mal gucken, mal, ob das geht. So, jetzt was brauchst du? Geschlossen. Muss von Wänden und Türen umrandet sein. Ach, die muss innenliegend sein. Ah, okay. Gut, dann sollen sie da erstmal... Die kommen ja bestimmt gleich, die Bauarbeiter, machen da was, denke ich mal. Warum ruhst du dich eigentlich nicht aus, mein Freund? Kannst du mir das mal erklären? Hier ist der Personalraum. Ach, guck mal, selbst der Sicherheitschef, er benötigt ein Büro. Er trägt den... Ach so... Gut, ich habe gedacht, ein Personalraum würde für ihn reichen. Dann machen wir noch ein Büro für den Sicherheitschef, was aber hier überhaupt nicht geht. Ja. Muss es auch innenliegend sein, ja, oder was? Innerhalb des Knastes, ja. Ach, ich habe doch so einen komischen... Ich glaube, ich habe da so eine Sicherheitszone gemacht gehabt. Die muss ich wahrscheinlich wieder aufheben. Warte mal, wo waren das? Notfälle? Nee. Planung? Nee. Forschung? Schließen. Sag mal, warum ist denn die Forschung hier noch nicht gestartet? Starte doch mal. Ja, da steht 5 Stunden, 9 und ein Ding. Achso, er hat kein Geld oder was? Naja. Wir haben noch 61.000. Guck mal, die sind noch nicht in den Knast gegangen. Fehlt da noch was bei dem Knast? Eine Familie wartet auf Besuch. Oh Gott. Ich stelle mindestens 2 Köche ein. Gut. Dann stellen wir noch einen Koch ein. So. Haben wir das auch abgehakt. Jetzt müssen wir noch die Übergangszelle und 2 Büros und eine Buchhalterin einstellen. Braucht dann wahrscheinlich auch noch ein Büro. Also sie ist schon, sie läuft schon, sie braucht auch noch ein Büro. Wie viele Büros braucht ihr denn, ihr anspruchsvollen? Und hier, ich glaube, hier kann ich nicht bauen, weil ich hier irgendeinen komischen Sicherheitsstatus angegeben hatte. Notfälle. Schmuggel. Stationierung. Forschung. Stationierung war das, war genau hier. Und hier hatte ich irgendwie so einen hohen hohe Sicherheitsstufe gemacht. Und wenn ich jetzt hier diesen ganzen Bereich auf normal stelle, genau, dann kann ich da wahrscheinlich auch wieder bauen. Das ist jetzt mal meine Vermutung. Fundament. Büro brauche ich. Nee, ich muss ja erst sowieso ein Fundament bauen. Was ist denn hier mit der Lampe? Die stört auch total. Fundament. Und jetzt hier. Fundament. Jetzt bin ich hier in einem komischen Modus gelandet. Im Taschen. Sind die denn im Knast? Wo sind die alle? Sind die jetzt alle abgehauen? Ich ahne Schlimmes. Ich ahne Schlimmes. Das kann hier mal kurz weg, oder? Wie geht denn das weg? Ich ahne Schlimmes. Wo sind die denn? Oder sind die alle gestorben? Ach, hier latschen die rum. Mann, geht in eure Zellen? Was ist denn los mit euch?
Oh, ich komme hier richtig ins Schwitzen, glaubst du? Baue zwei Büros. Ich versuche es. Ich versuche es. Fundamente. Warum kann ich jetzt hier kein Fundament bauen? Okay. So jetzt aber, oder? Nein. Kann ich nachts nicht bauen, oder was? Kann ich nachts nicht bauen? Hm. Hier muss noch ein Fundament rumgebaut werden, wa? Kann das sein? Ich glaube, ich bin hier in irgendeinem falschen Modus gerade. Klonenmodus oder was? So, jetzt aber. Oder geht's nicht, weil nachts ist? Kann man nachts nicht bauen? Komm, wir machen mal auf fünffache Geschwindigkeit. Die werden sowieso sterben, die Gefangenen in der Zeit, nehme ich mal an. Ich glaube, ich muss noch ein paar Mal von vorne anfangen, bis ich das hier gerafft habe. So, okay. Na gut, es dauert ja ewig, bis hier Tag wird. Ach, guck mal hier. Vielleicht habe ich das ja nicht ausgewählt. Ahaha, ich habe es nicht ausgewählt. Das habt ihr bestimmt schon gesehen, wie ich euch kenne. So. Ja, kriegst du. Kriegst du einen Eingang, kriegst du. Und zwar brauchst du eine Personaltür. So war das doch, war genau hier. Eine Personaltür. Und dadurch wissen die dann, dass das ein Personalbüro wird. Haha. So, jetzt könnten die da eigentlich anfangen zu bauen. Und diese Lampe hier, die ist doch überhaupt gar nicht unter Strom, oder? Doch, die ist auch unter Strom. Aber viel Licht macht die nicht, wa? Wenn wir mal ehrlich sind. Da würde ich ganz gerne, naja, gut, die bauen da jetzt. Machen wir mal zweifache Geschwindigkeit. Ah, jetzt guck mal, wenn wir die Übergangszelle gebaut haben, dann haben wir schon den Vertrag 1 erledigt hier. Können wir ja nochmal gucken, ob wir. Vielleicht doch. Oder so? Nee, dann müssen wir das wohl nochmal abreißen hier. Genau, und jetzt nochmal Fundament bauen. Ah ja, jetzt machen sie es. Nein, jetzt reißen sie es erstmal ab, oder was? Meine Fresse. So, jetzt brauchen wir hier, das sollte ja ein Büro werden. Genau. Markieren wir mal als Büro. So. Eigentlich muss man nur so ein bisschen drauf achten, was hier steht. Guck mal, jetzt steht hier nämlich, er braucht ein Office Desk. Kriegt er, wenn er ein Büro haben will. Einrichtung, ein Office Desk. Wäre der Schreibtisch. Kriegst du? Ein bisschen heranzoomen hier. So, Schreibtisch. Meine Lampe braucht ihr scheinbar gar nicht unbedingt. So. Dann braucht er ein Chair. Was dann der Stuhl wäre. Guck mal, jetzt kommt er schon. Was braucht er noch? Ein Filing-Kabinett. Ah, ich weiß nicht, was ein Filing-Kabinett ist. Ach, das ist ein Aktenschrank wahrscheinlich. So. So, und dann müssen wir hier aber noch eine Lampe einbauen. Hat er die schon? Ist ja ganz schön knufflig hier. So. Und dann noch. Komm, ein Klo kriegt der auch noch. Was soll's? Ich gebe den hier allen. Bei mir kriegt jeder ein Klo. Und zwar hier unten. So, dann gucken wir mal bei der Versorgung. Ich mache das ja auch, weil ich so gerne mit der Versorgung hier rumspiele. Genau. Und hier noch Stromanschluss. Aha. So, mein Freund, jetzt hast du dein Büro. Ist es schon hier abgeschlossen? Ah, eine Krankenstation muss ich auch noch bauen. Ach, da sind von. Ich habe ja so langsam den Eindruck, hier sind von Haus aus immer Lampen schon drin. Oder was?
Autosaving. Haha. Warum sind nicht, habe ich denn da so viel? Ich habe doch gar nicht so viele Lampen gesetzt. Die wurden doch bei der Raumerstellung automatisch hingesetzt, oder was? Mal gucken, wenn der hier mit den Kabeln fertig ist. Ob dann diese Stromzeichen generell weg sind. Er arbeitet jedenfalls der Sicherheitschef, das ist schon mal gut. Was aber nicht heißt, dass unsere Gefangenen jetzt irgendwie freiwillig in ihre Zellen gehen. Das machen sie immer noch nicht. Ach, sag mal, Übergangszelle. Vielleicht muss ich das Ding einfach nur als Übergangszelle definieren. Los, definier das Ding mal hier als Übergangszelle. Ja, und was brauchst du da noch? Eine Bank. Okay, kriegst du. Oder ein Bench. Eine Bench, 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 Bench. Eine Bank. Eine Bench ist doch eine Bank, oder nicht? Bank. Mach die einfach dahin. Fertig. Mal gucken, ob das funktioniert. Zumindest geht der Wachmann schon mal rein, Licht ist an. Ach, ich hatte die überhaupt nicht und ich hatte die noch nicht mal als Zelle definiert. Deshalb hat es nicht funktioniert. Deshalb hat es nicht funktioniert. Komm, definier das mal bitte als normale Zelle. So, jetzt. Siehst du? Eine Bank haben wir auch drin. Okay, die Übergangszelle bauen wir dann noch. So, hier ist Licht. Okay, ja, haben wir jetzt. Die Übergangszelle müssen wir noch bauen. Das werden wir jetzt auch mal machen. Jetzt weiß ich ja, jetzt werde ich ja langsam immer besser. Guck mal hier, die Übergangszelle. Nee. Ach Mist, jetzt habe ich hier schon so ein Fundament gemacht. Weil die Übergangszelle wäre eigentlich ganz cool, wenn die eher so hier wäre. Haha, guck mal. Hancock, alte Socke, wolltest du abhauen, wa? Hancock? Na? Hier, Hancock. Angriff auf die Staatsgewalt, okay. Das, du kommst vom Richter, mein lieber Freund. Du kommst vom Richter, mein Lieber. So weit kommt es noch. So weit wollten ihr noch. Habt ihr eigentlich jetzt noch Hunger, oder? Was wollt ihr denn jetzt noch? Schlafen wollt ihr? Na geht doch schlafen, hier sind doch eure Betten. Komm, wir machen mit oben. So, jetzt. Geht schlafen. Pass auf, jetzt gehen die... cool, jetzt gehen die schlafen. Nein, der geht nicht in seine Zelle, Mann. So, Einrichtung. Was sollte das jetzt werden? Muss ich nochmal... Muss ich hier nochmal gucken? Ne? Bauen Krankenstation. Übergangszelle soll das werden. Okay, dann kann ich eine Zellentür einbauen. Gefängnistür, Fenster. Normale Gefängnistür. So. Können wir da mal reinbauen. Und dann wollen wir das Ganze definieren als Übergangszelle. So. Ne. Geht noch nicht. Naja, mal gucken, wenn sie fertig sind mit Bauen. So, die wollen immer noch nicht in ihre Zelle. Oh, guck mal hier. Oh, Widerstand. Widerstand. Mann, dann geh doch in dein Bett. Ich will doch auch nicht, dass es euch schlecht geht, Mann. Ich will doch, dass die Besten... Oh, eine neue Lieferung. Ich will doch die Besten, ich will das Beste für euch. Oh, ich habe gar nicht so viel Zellen hier. Und warum gehen die Wachleute nicht mal schlafen? Achso, die braucht ja auch noch ein Büro. Die brauchen alle ein eigenes Büro. So, jetzt können wir das hier aber als Übergangszelle definieren, oder? Ja, was braucht der noch? Eine Toilette, okay, kriegst du. Oh, Toilette? Eine Übergangszelle? Okay. Was brauchst du noch? Eine Bank? Kriegst du auch?
So. Was brauchst du noch? Minimale Größe stimmt nicht. Och Mann. Das stimmt die Größe wieder nicht. Na, guck mal, hier ist ein Aufstand. Oh, nö, ey. Oh, meine ganzen Armen Gefangenen, die haben doch einfach nur Hunger. Hört auf jetzt. Hört doch auf. Oh, nö, ey. Guck mal, es geht hier Chaos drunter und drüber. Verflucht. Schnell mal in diesen Modus hier gehen. Da kriegt man nicht so viel mit, vor allem den Mord und Totschlag. Guck mal, der ist hier fertig mit der Forschung, oder? Haben wir doch. Sicherheitschef. Oh. Was sollte der jetzt machen? Die Größe haut nicht hin, da brauchen wir gar nicht weitermachen. Hier ist Widerstand. Blut, überall Blut, Bewusstlosigkeit. Jetzt sind schon ein paar, die hier wenigstens schon mal ein bisschen stehen. Die sind sauer, die sind alle sauer und fertig. Wisst ihr was, Leute? In der nächsten Folge fange ich nochmal von vorne an. Aber so langsam glaube ich, ich muss halt ein bisschen konsequenter im Prinzip hier diese Aufgaben abarbeiten. So lernt man dann ja auch ein bisschen durchzublicken. Guck mal, die kriegen hier auch gar nichts zu essen. Bevor das hier alles völlig in einem Blutbad versinkt, fangen wir beim nächsten Mal nochmal neu an. Okay, Leute. Tschüss.